Die Tänzerin von Auschwitz. Das ist der Titel der neuen Ausstellung in der Gedenkstätte Esterwegen. Thematisch behandelt sie die Lebensgeschichte der Auschwitz-überlebenden Tänzerin Rosie Glaser. Die Geschichte, meine Familie und die Geschichte Rosie, meine Tante Rosie, die kannten wir nicht. Ich bin geboren nach dem Krieg, der älteste von 5 Kindern, die kannten wir gar nicht. Und erst später habe ich herausgefunden, war ich 35, 40 Jahre alt, dass mein Vater jüdische Wurzeln hat. Bei einem Besuch in Auschwitz sah Paul Glaser seinen Familiennamen auf einem dort ausgestellten Koffer. Er begann nachzuforschen und schrieb ein Buch über seine Tante. Durch dieses wurden auch die Gedenkstätten auf ihre Geschichte aufmerksam. Diese Ausstellung ist entstanden in ein Gedenkstätte, ein Gedenkmuseum in die Niederlande, in KZ Herzog und Busch. So, ich finde es schön, dass es hier ist, dass sowieso die Geschichte nicht nur in den Niederlanden, aber auch hier in Deutschland stattfindet. Die zweisprachige Ausstellung in Deutsch und Niederländisch kann bis zum 1. November besucht werden. Das Buch wird in der Zeit der Ausstellung erhältlich sein.